Hiho und willkommen zurück, Die meine Dämonen des Lieben. Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Icewind Dale. Heart of the Winter. Ja. Wir sollten als erstes gleich mal rasten. Gut. Wie kann ich weiter? Und dann den Finsterforst weiter erkunden. Dieses Versteck hätte die Eier eines Reboharzes. Also ja, wir sind in der letzten Aufnahmesession im Finsterforst angekommen. Und haben uns schon ein gutes Stück in den Gletscher hineingekämpft. Und wir begegnen immer mehr Reboharzen. Nehmt keine Gefangenen! Ich mach's so schmerzlos wie möglich. So, ein Edelsteinchen. Kannst du auch gleich mal verstauen. So. Dann gehen wir weiter. Hi, noch mehr Remo-Harze. Kann ich helfen? Wir haben doch hier Kraftgeschosse. Mach mir meinen Bart in deinem Blut! Wiegt sehr gerne. Also ja, die sollten wir dann eher auf freie Schussbahn benutzen. Oder sie explodieren einfach und machen erst recht jedem Schaden, der im Weg steht. Also allgemein keine gute Idee. Dann halten wir halt einfach mal alle wieder einigermaßen voll. Erst mit schwächeren Heilzaubern. Dein Befehl. Einverstanden. Gib mir mal kurz seine Zauber. Dieser Zauber erzeugt eine leuchtende Kugel magischer Energie, die aus der Hand des Anwenders hervorschießt und das Ziel unfehlbar erreicht, wie ein magischer Geschosszauber. Der Zauberer kann auf der 7. Stufe ein Geschoss und für jede dritte nach der Stufe ein weiteres Geschoss erzeugen. Mit anderen Worten, erzeugt er zwei Geschosse auf der 10. bla bla bla. Maximal 7 auf der 25. Stufe. Jedes Geschoss fügt dem Opfer 2 bis 8 Schadenspunkte zu und bricht dann in einen Erschütterungsstoß mit einem Radius von 1,5 Metern auseinander, der pro Stufe des Anwenders einen Schadenspunkt anrichtet.
Ein Zauber der 12. Stufe könnte beispielsweise zwei Kraftgeschosse hervorrufen, von denen jedes beim Treffer 2 bis 8 plus 12 Schadenspunkte anrichtet. Getroffene Wesen können einen Rettungswurf gegen Zauber versuchen, um den Schaden durch Erschütterung unwirksam zu machen. Beim Treffer durch das Geschoss ist jedoch kein Rettungswurf möglich. Der Magierzauber ersten Grades, hier fehlt ein Teil. War der Text wohl zu lang. Also, ja, lieber eher auf Fernkämpfer und Magier anwenden, als auf Nahkämpfer, die direkt bei unserer Gruppe stehen. Sag, was du für weh kann ich einverstanden. So, wir sollten allerdings langsam hier durch sein. Und werden von Geistergestalten heimgesucht. Oh, so ein Remoharz gibt 10.000 Erfahrungspunkte, sehe ich gerade. Oh, hier ist eine Schmiede. Und hier ist ein Zwerg. Jawohl, ist das alles? Hagrim sagt deinem Freund mal Hallo. Glaubt wohl, an so einen blinden alten Zwerg kann man sich einfach so heranschleichen. Was? Glaubt ja nicht, ich wüsste nicht, dass ihr da seid. Ich kann euch atmen hören. Also, was wollt ihr? Wer seid ihr? Ich bin Tiernon vom Kammstein-Clan. Und wer seid ihr? Tiernon im Kammstein-Clan, erzählt man sich, ihr seid verschwunden. Was macht ihr in diesem Gletscher? Ich dachte, der Kammstein-Clan lebt in der Nähe des Sonnenuntergangsgebirges. Reisen auf der Suche nach der Seherin in dieser Höhle. Habt ihr sie gesehen? Nehmen wir mal das Erste. Was ich hier mache, ist meine Sache, Fremder. Aber wo ihr mich schon gefunden habt, könnt ihr den Kumpels im Sonnenuntergangsgebirge sagen, dass es mir gut geht und dass ich Ärger mache wie immer. Aber wer seid ihr und was wollt ihr? Ihr habt das Schicksal von Tiernum Beulenhelm, dem berühmten zwergischen Waffenschmied, erfahren. Wir sind dem berühmten Zwergenspiel Tiern und Beulenhelm in einer abgelegenen Höhle des Finsterwalds begegnet. Um die von ihm geschaffenen Waffen und Rüstungen ranken sich viele Sagen und Geschichten, die jedoch alle damit enden, dass er vor einigen Jahren auf mysteriöse Weise verschwand. Wenn der Kammstein-Clan im Sonnenuntergangsgebirge wüsste, dass es Tieren gut geht, hätten sie sicher eine Sorge weniger. Reisend auf der Suche nach der Seherin in den Höhlen, habt ihr sie gesehen? Wollt ihr ihr was antun, dann kriegt ihr von mir keine Hilfe. Haut ab und lasst uns in Ruhe. Wir wollen ihr nichts tun, wir brauchen nur ein paar Auskünfte. Klingt, als würde dir die Wahrheit sagen, aber ich traue niemanden, die ich nicht sehen kann. Außerdem wird sie eh nicht mit euch reden, also kann ich euch auch nicht helfen. Wieso würde sie nicht mit uns reden? Weil sie sich doch wegen euch hier versteckt, Fremder. Hab mir gesagt, dass ihr hier auftauchen würdet und dass ihr den Tod bringt. Sie fürchtet sich seit über 10 Jahren vor ihrem Auftauchen. So sehr, dass sie nicht mal aus ihrer Höhle kommt. Ist schon schwierig genug, sie zum Essen zu bewegen. Wieso sollten wir sie denn umbringen? Ich kann euer Gesicht nicht sehen, Fremder, geschweige denn euch ins Herz sehen. Ihr könntet dutzende Gründe haben. Wenn die Seherin unser Kommen vorausgesagt hat, hat sie doch sicher auch vorhergesagt, dass wir mit ihr sprechen würden. Wenn wir gekommen wären, um die Seherin umzubringen, würden wir doch wohl auch alles andere niedermachen, das uns im Weg steht. Zum Beispiel einen blinden Zwerg. Nehmen wir mal die Eins. Da habt ihr auch wieder recht, Fremder. Na gut, ich helfe euch, aber wenn ihr ja auch nur ein Haar krümmt, kriegt es mit mir zu tun. Sie hat sich in ihrer Kammer unten eingeschlossen und die Tür ist was Besonderes. Man kriegt sie nur auf, wenn man weiß, wie man sie anschauen muss. Ihr müsst das Spiegelbild der Tür in einem Spiegel anschauen, dann seht ihr den Mechanismus. Ein ganz ausgeklügeltes Ding, das kann ich euch sagen. Wo sollen wir denn jetzt einen Spiegel herkriegen? Ich kann einen machen. Wenn ihr schon bisher gekommen seid, dann keinen dabei habt, ihr müsst mir aber helfen. Manchmal brauche ich ein zweites Paar Augen und so ein Stück zu fertigen. Kein Problem, womit fangen wir an? So ist recht. Geht zum Tisch und schnappt euch die beiden kleinsten der drei Meißel da und dann. Jo, jetzt wird geschmiedet.
Bitte sehr, damit könnt ihr sie sehen, wenn ihr denn so wild entschlossen seid. Jetzt macht die Flatter und seid vorsichtig in diesen Höhlen. Ja. Wir haben eine lange Reise hinter uns hier und habt ihr irgendwelche Vorräte? Ne, fangen wir erstmal. Was macht ihr denn hier? Ah, auf diese Frage habe ich die ganze Zeit gewartet. Diese Frage sagt mir mehr über euch, als ihr annehmt. Was meint ihr? Ich höre in eurer Stimme, ihr habt den Ruf nie gehört. Wie ihr wisst, hat mein Volk eine ganz besondere Beziehung zur Schmiedekunst. Es kommt die Zeit, da hören wir den Ruf der Schmiede und werden geleitet, ein Objekt von solcher Perfektion herzustellen, dass ein Teil unserer selbst darin eingeht. Der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass wir nie wieder ein Stück von ähnlicher Qualität schaffen. Das ist der Brauch unseres Volkes. Seid ihr deshalb hier? Sieht mir nicht nach einem Ort für den Erzabbau aus. Und der Ruf der Schmiede hat euch in den Finsterfrost geführt. Der Ruf von Eisen und Metall, Mithrin und Silber habe ich nie verspürt. All diese Dinge ruhen unter der Erde. Aber im Finsterfrost habe ich das mir bestimmte Material gefunden. Eis. Wieso wollt ihr Eis zur Waffe schmieden? Eis? Eis ist Wasser, Himmel und Stein in einem. Es wird sein, als schmiedet man den heulenden Wind, die Kälte des Winters und den Himmel selbst zu einer Waffe. Fühlt ihr den eisigen Hauch? Das ist das Eis des Finsterfrosts, das bearbeitet werden will. Bearbeitet werden muss, langsam, vorsichtig, mit Hacke und Meißel, mit kleiner Flamme und der Klinge eines Meisters. Und deshalb bin ich hier, mitsamt meiner Schmiede und all meinen Werkzeugen. Was habt ihr denn schon geschmiedet? Es ist mein eisernes Schicksal, Fremder. Ohne meine Augen kann ich mein Werk nicht richtig sehen. Also werke ich hier mit meinen beiden Händen und habe nichts zu verarbeiten. Habt ihr irgendwelche Vorräte? Ja, vielleicht. Seid ihr an einem Handel interessiert? Ja, zeigt mal, was ihr habt. Okay, wir kriegen auf jeden Fall den Yeti-Pelz los und den ganzen... Wenn wir einen verkaufen, wird der nächste weniger wert. Also sollten wir gucken, dass wir so viel auf einmal verkaufen. So. Okay. Kettenhemd, Feldharnisch plus 1, Platte des Winterkönigs. Kann nicht verwendet werden von Barde, Magier, Mönch, Dieb, da, da, da. Okay. Rüstungsklasse 3. Ich wüsste gerade nicht mal, ob wir was brauchen könnten. Vielleicht eine Waffe. Erstklassige Kriegshammer. Vaskona ist ein Langschwert mit Schadensbonus Kälte. Schutzumhang plus 2, Robe des Reisenden, Robe des Widerstands. Handschuh der Tapferkeit. Der Handschuh der Tapferkeit ist schon unglaublich, ist schon für sich ein unglaublich wertvoller magischer Gegenstand, der jedoch Teil einer legendären Kraftrüstung ist, die von den Elfenerzmagiern von Myth-Dranor hergestellt wurden und von denen nur noch insgesamt 3 existieren. Diese Rüstung wurde für Champions gefährlich, die antike Elfenstadt bei den wenigen Gelegenheiten, in denen sie in Gefahr geriet, verteidigten. Dieser schimmernde Handschuh steht im Höhepunkt elfischer Handwerkskunst und Verzauberungskraft da. Abenteurer und ehrgeizige Bösewicht in allen Reichen würden nichts unversucht lassen, um die Verstecke aller Bestandteile einer Kraftrüstung zu finden. Ja, den könnten wir gerne kaufen. Stiefel des Hohen Nordens, die machen nur Kältewiderstand, aber könnten wir auch kaufen. Türmextrakt. Ja, das war das mit der Kälteresistenz. Dann die ganzen Tränke. Ja, Flammentanzring ist einfach nur hübsch. Winterwolf und Pelze. Ja, okay.
Da verkauft er nichts Besonderes. Die da hätte ich gerne. Einfach, dass wir sie haben. Robe des Reisenden. Ich weiß nicht, ob mir der Schutzumhang was bringt.